Oberösterreich verschärft angesichts der eklatant gestiegenen Infektionszahlen die Corona-Maßnahmen deutlich. In Gastronomie, Hotellerie, bei körpernahen Dienstleistern, in Kultureinrichtungen, Theatern, Kinos und Pflegeeinrichtungen gilt ab Montag 2,5G. Zudem werde man das PCR-Testangebot ausbauen und Mitte November eine Impflotterie starten, kündigt Landeshauptmann Thomas Stelzer von der ÖVP in einer Pressekonferenz an. Der Koalitionspartner FPÖ in Oberösterreich sieht 2,5G dagegen äußerst kritisch. Jetzt allerdings ist es schon seit Monaten so, dass die Durchimpfungsrate stagniert. Obwohl wir Angebote sonder Zahl legen, obwohl wir viele Informationskampagnen gestartet haben, obwohl wir mit der Impfung zu den Leuten kommen, man kann sagen, die Impfung liegt als Geschenk am Silbertablett, aber es wird immer weniger zugegriffen. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass die Neuinfektionen besonders stark steigen. Am Montag soll der Zutritt für genannte Einrichtungen nur mehr geimpften Genesenen oder mit PCR-Test möglich sein, kündigt Stelzer eine eigene Verordnung des Landes an. Dazu wird das PCR-Testangebot massiv ausgebaut. Beginnen will man im besonders stark betroffenen Innviertel. Laut seiner Stellvertreterin Christine Haberlander, die für die Gesundheit zuständig ist, sollen 235.000 PCR-Tests pro Woche im gesamten Bundesland angeboten werden. Würden schärfere Maßnahmen des Bundes als die Landesverordnung ab Montag in Kraft treten, gilt Ober- Sticht unter, stellt der Landeshauptmann klar. Für Veranstaltungen über 500 Besucher gilt am Montag ohnehin die 2G-Regel. Davon seien laut Stelzer auch die Adventmärkte betroffen. Mitte November soll auch eine Impflotterie starten, an der alle Oberösterreicher, auch jene, die bereits geimpft sind, teilnehmen können. Habe es anfangs manchen gar nicht schnell genug gehen können, stagniere die Zahl derzeit trotz zahlreicher Angebote. Die Impfung, sagt er, liege als Geschenk am Silbertablett, aber es werde immer weniger zugegriffen. Nachdem man in Oberösterreich mit Aufklärung nun nicht mehr weiterkomme, setze man auf Motivation, begründet der Landeshauptmann die Aktion. Details dazu werden kommende Woche präsentiert. Ein zahlenmäßiges Ziel, sprich wie viele Neuimpfungen er mit dem Gewinnspiel erreichen wolle, ließ er dabei noch offen. Aber man wolle weiterkommen. Oberösterreich ist regelmäßig Spitzenreiter bei der Zahl der Neuinfektionen. Hinzu kommt die bundesweit niedrigste Durchimpfungsrate von 57,7%. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 660,5. Im Bezirk Braunau überschreitet sie sogar die 1000er-Marke. Seit Donnerstag sind 11 der 18 Bezirke mit Ausreisekontrollen versehen.